Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Zero. Ja, meine Lieben, in der letzten Folge haben wir wie blöd nach der Lösung einige Rätsel gesucht und die Sache kommt tatsächlich ein bisschen ins Rollen. Müssen wir eben kurz zu Billy, wo ist denn Billy hin? Problem ist, ich sehe eine sehr, sehr große Schwierigkeit. Moment, haben wir Billy. Ich brauche mit Billy etwas wieder. Etwas, was wir vor einiger Zeit da hinten bei den Dingens fallen gelassen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir, wo war das denn nochmal mit dem Dingens? Wir gucken nochmal, ob das hier war. Ich guck mal eben. Ja. Oder war das da oben? Ich weiß es nicht mehr, wo es war. Wir müssen aber jetzt mal gucken, wo es genau war. Ja, hier war es offensichtlich nicht. Fuck. Ist egal. Machen wir weiter. Müssen wir zur anderen Tür. Nein. Oh. Die Igelmänner. Der Igel. So. Na, Baby. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt die folgenden Sequenzen so durchhalten sollen. Offensichtlich muss ich da noch was rausholen. Die Sache ist, ich möchte mich einfach vorbereiten auf das, was jetzt kommt. Wow.
Wo habe ich den Flammenwerfer abgelegt? Beziehungsweise den Raketenwerfer. Den brauchen wir. Zwingend. Zwingend. Oh nein. Oh Mann, wo haben wir das denn hingelegt? Haben wir doch direkt abgeworfen, ne? Meine ich. Oh, anscheinend Moment. So. Granatwerfer. Den brauchen wir nämlich, diesen Granatwerfer. Wo ist der denn hin? Sammy, lass es! Okay. Ich sehe schon kommen, ich sehe schon kommen, ich sehe schon kommen. Yeah, geil. So, schön. Das werden wir auch noch ordentlich was von gebrauchen können. In der nächsten Zeit, ich sehe es kommen. Ich war jetzt gerade ein bisschen angespannt. Die Pistole können wir da erstmal liegen lassen. Wir wissen ja, wo es ist. So, jetzt muss ich mit ihr. Komm her, Rebecca. This way. Roger. Schön. Folgendes. Ich war mal wieder blöd wie sonst was. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine.
Und dann werdet ihr auch sagen, oh Mensch, Aki, warum machst du bloß so? Genau, hier müssen wir mal hin mit unserem Zippo. Jetzt, okay. Naja, jetzt haben wir es heraus. Eigentlich möchte ich jetzt die nächste Muni nicht verbrauchen, die wir jetzt hier haben, aber okay. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander. Aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Ein Stillleben eines Obstkorbes. Einige der Früchte sind verfault. Ja, auch das Bild ist verfault. Das Bild hat eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Das hätte mich jetzt auch bei Umbrella nicht gewundert. Gut. Buch des Guten mitnehmen. Ja, und wer hätte das gedacht? Auf dem elegant eingebundenen Buch steht gut. Buch öffnen? Ja. Oi! Was haben wir da denn? Da ist etwas drin. Engelsflügel mitgenommen. Nehmen wir mal mit. Weil so werden wir letztendlich weiterkommen, indem wir jetzt das mit der Waage machen. Von daher müssen wir jetzt mal gucken. Moment. Sammy, das ist! Ja, dieses Theater. Hatte ich schon gerade in der Fortnite-Session gehabt. So. Eben die Tür zu. So, dann machen wir das folgendermaßen.
Das geht jetzt natürlich nicht. Statue von der... Nein. Jetzt. Boah. Wir müssen hier eine zweite Statue von der Waage nehmen. Ja, das hat sich jetzt doch noch so ein bisschen erledigt hier gerade, weil uns fehlt ein Flügel anscheinend. Wir brauchen beide Flügel und ich habe nur einen. Wo hatten wir denn bitte schön noch einen gehabt? I'll go. Okay. Das ist sowas von verfickt nochmal, ey. Ich hab jetzt auch keine Ahnung. Wo noch einer Sammy lass es! Wo noch einer ist? Ich weiß es echt nicht gerade, Leute. Also ich, mag ja eine Menge wissen, aber das ist... Zieht sich gerade meinem Latein. Sammy, das ist! Oh, ich dachte jetzt gerade so... Haha, okay. Let's go! Yeah. I'll go. Okay. Okay. Scheiß Flügel noch. Oh, Leute. Ja, super Fail, ey. Ich dachte jetzt, ja, super. Wisst ihr was, Leute? Ich stoppe jetzt mal hier. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal eben wieder, wenn wir die Flügel haben. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja. Und damit nochmal schöne Grüße an den Vergangenheitsarchiv. Du bist ein Arschloch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vergangenheitsarchiv, du bist ein richtiger... Du bist ein... Es gibt keine Worte für dich. Was immer ich gemacht habe nach der letzten Aufnahmesession, ich habe auf jeden Fall nicht abgespeichert. Was heißt, ich muss das mit dem Schachbrett nochmal machen. Und ja... Wir haben jetzt die Dämonenstatue hier jetzt, die Statue des Bösen jetzt hier zusammengefügt und wir werden sie verwenden. Wow. Ja. Follow me. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall sollte hier dann gleich Dingens runtergehen. Der,
So. Das sollte er jedenfalls auch mitnehmen, wenn er vergiftet wird. So, und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, beende ich gleich die, oder beende ich jetzt die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und gucken dann, was sich da in diesem Gang befindet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne und ciao mit auch.